In Indien lebte vor langer Zeit ein reicher Bauer. Er verfügte über große Ländereien und riesige Viehherden. Eines Tages legte er sich nieder, um zu sterben, denn er war alt und schwach und des Strebens und Arbeitens müde geworden. So rief er denn seine drei Söhne an sein Sterbebett, um seinen Besitz gerecht zu verteilen. Gaibun, mein Ältester, dir vermache ich alles Land, auf das du es sorgsam bearbeitest und die Früchte deines Strebens ernten kannst. Dir, Raipur, meinem Zweitgeborenen, hinterlasse ich die Viehherden. Pflege sie sorgsam und sei gut zu den Tieren, denn sie geben dir alles, was du zum Leben brauchst. So sprach der alte Mann, dann schickte er die beiden Söhne fort, um mit dem jüngsten Sohn, der auf den Namen Rafal hörte, allein zu sein. Du hast gehört, Rafal, mein Sohn, dass ich mein Hab und Gut an deine beiden Brüder verschenkt habe. Denke aber nun nicht, dass ich dich vergessen hätte. Für dich habe ich etwas ganz Besonderes. Geh und öffne jene Truhe, die unter dem Bild deiner Mutter steht. Du findest darin ein kleines, unscheinbares Kästchen. Bring es mir her. Rafal gehorchte. Er öffnete die Truhe, fand zwischen den bestickten Gewändern ein schlichtes Holzkästchen, das er dem Vater ans Bett brachte. Hier ist das Kästchen, Vater. Was enthält es denn? Hör gut zu, mein Sohn. Vor vielen Jahren kam ein alter, heiliger Mann zu mir, ein Sadhu. Er bat mich, hier auf dem Hof die letzten Tage seines Lebens verbringen zu dürfen. Ich willigte gern ein, denn er war ein guter Mann und hatte in seinem ganzen Leben keine böse Tat vollbracht. Als er nun das Herannahen des Todes spürte, bat er mich an sein Sterbelager und überreichte mir dieses Kästchen, das du nun öffnen sollst. Neugierig öffnete Rafal das Kästchen. Aber seine Enttäuschung war groß, denn was er sah, war nichts weiter als eine einfache Kappe aus grobem Leinen. Eine braune Kappe, weiter nichts. War das der Lohn des alten Mannes für deine Güte, Vater? Warte ab, mein Sohn. Diese Kappe hat eine besondere Eigenschaft. Wer diese Kappe aufsetzt, wird vor allen Augen unsichtbar und kann somit jeder Gefahr entgehen. So nimm dies Kästchen, ich hinterlasse es dir. Aber gib gut darauf acht und benutze es nicht, um anderen zu schaden, sondern verwende es zum Wohle aller Menschen. Der Alte segnete seinen Sohn, schickte ihn fort und starb im Bewusstsein, sein Leben geordnet beendet zu haben. Rafal war sehr froh über das Geschenk des Vaters und er lebte eine Zeit lang auf dem Hof seiner Brüder, die das Feld bestellten und das Vieh versorgten. Er hätte noch lange dort bleiben können, wenn nicht die Frauen seiner Brüder ihn sehr gehasst hätten. Es gefiel ihnen nicht, dass Rafal nur die Beine unter den Tisch streckte, den ganzen Tag nur faul in der Sonne lag und sich von allen bedienen ließ. So packte Rafal eines Tages seine sieben Sachen, schnürte sein Bündel, in dem er auch das geheimnisvolle Kästchen sorgsam verwahrt hatte, und machte sich auf die Wanderschaft, ungeachtet der bösen Worte, die die Frauen hinter ihm herriefen. So wanderte er 10 Tage und 10 Nächte, bis er in eine große Stadt kam. Heiliger Buddha! So eine große Stadt habe ich noch nie gesehen. Hier will ich bleiben. Bestimmt kann man hier sehr viel erleben und nie wird einem die Zeit lang werden. Etwas aber fiel ihm auf in dieser Stadt. Alle Menschen blickten ängstlich und bedrückt um sich, keiner sprach ein lautes Wort. Selbst die Hunde und Katzen schlichen zitternd mit eingezogenem Schwanz an den Hauswänden entlang. Auf dem Markt sprach er einen Kupferschmied an. Sag, lieber Schmied, warum habt ihr alle so große Angst? Kann man in dieser Stadt nicht glücklich leben? Och, man könnte schon, wenn die böse Zauberin nicht wäre. Sie haust dort in jenem Turm und tyrannisiert die ganze Stadt. Einmal im Jahr kommt sie herunter in die Stadt und sucht sich aus dem Volke einen Menschen heraus, der ihr auf den Turm folgen muss, um ihr zu Diensten zu sein.
Wenn das Jahr um ist, wird dieser arme Mensch in eine Schlange verwandelt und in eine tiefe Grube geworfen. Morgen ist wieder ein Jahr vorbei. Die Zauberin wird durch die Straßen gehen und einen von uns mit auf ihren Turm nehmen. Das ist der Grund, warum wir alle so traurig sind. Rafal dachte über die Worte des Kupferschmiedes nach. Da fiel ihm seine Tarnkappe ein. Es müsste doch möglich sein, mit Hilfe dieser Kappe der bösen Zauberin das Handwerk zu legen. Aber da er sehr müde war, beschloss er, sich erst ein wenig auszuruhen, bevor er über einen geeigneten Plan nachdenken wollte. Er suchte sich also einen schattigen Platz, legte sich hin und war auch bald eingeschlafen. Zu der nämlichen Zeit hatte sich die Zauberin als Blumenverkäuferin verkleidet und sich aufs Schloss begeben, um die Prinzessin zu verzaubern, denn sie war die einzige, die sie noch nicht auf ihren Turm nehmen konnte, weil sie gut und edel war. So trat sie in die Kammer der schönen Prinzessin und sagte: »Edle Tochter des gnädigen Königs, ich bringe euch untertänigst einen Strauß frischer Blumen, um euch meine Verehrung und Huldigung zu zeigen.« Sie überreichte der Prinzessin den Strauß und verließ mit vielen Dienern rückwärtsgehend wieder das Zimmer. Kaum aber hatte die Prinzessin an den bunten Blüten gerochen, da wurde ihr schwarz vor Augen und sie stürzte mit einem lauten Schrei zu Boden, wo sie bewusstlos liegen blieb. Der ganze Palast geriet in Aufregung, denn man wusste, diese böse Tat konnte nur die Zauberin ausgeführt haben. Man rief nach den besten Ärzten des Landes, die sofort herbeigeeilt kamen, aber niemand konnte helfen. Die Königstochter war durch kein Mittel wieder wach zu bekommen. Da wusste der König keinen anderen Rat mehr. Er lief zum Turm der Zauberin und rief hinauf: »Hör zu, Zauberin! Hier spricht der König, dessen Tochter du verzaubert hast. Sie liegt mit geschlossenen Augen auf ihrem Bett. Sage mir, was du verlangst, damit sie wieder ins Leben zurückkehre.« »Hab ich euch endlich so weit? Ja, seid ihr nun in meiner Macht? Das ist gut, das ist gut. Deine Tochter wird nie wieder ins Leben zurückkehren, es sei denn, du bist bereit, sie zu mir auf den Turm zu schicken, damit sie mir diene und alle schmutzigen Arbeiten verrichte.« »Es sei denn, ich habe keine andere Wahl. Ich werde meine Tochter zu dir schicken, damit sie dir diene. So soll sie denn eine Magd werden. Das ist mir immer noch lieber, als sie ein Leben lang bewusstlos auf ihrem Bett liegen zu sehen. Eine Bedingung bitte ich mir jedoch aus.« »Was für eine Bedingung?« »Einmal im Jahr musst du ihr gestatten, dass sie mich auf dem Schloss besucht, damit ich sie fragen kann, wie es ihr geht, und ich auch weiß, dass sie noch am Leben ist.« Die böse Zauberin war damit einverstanden. Sie bat den König, einen Augenblick zu warten und verschwand hinter den Zinnen des Turmes. Kurze Zeit später erblickte man wieder ihr runzliges Gesicht. Sie streckte die krallige Hand über die Mauer, in der sie eine knorrige Wurzel hielt. »Ich werfe dir jetzt eine Wurzel hinunter. Lege sie deiner Tochter auf die Brust und sie wird wieder erwachen. Aber ich warne dich, wenn deine Tochter bis zum Hereinbrechen der Nacht nicht bei mir erscheint, wird sie wieder in die Umnachtung zurückfallen.« Die Wurzel fiel herab und die alte Zauberin verschwand. Der König eilte nun schnell zurück ins Schloss und legte seiner Tochter die Wurzel auf die Brust. Da erwachte die Prinzessin und weinend fielen sich Vater und Tochter in die Arme. Der König erzählte nun seiner Tochter, was die böse Zauberin von ihm verlangt hatte. Die Prinzessin sah ein, dass es keinen Ausweg gab. Sie fügte sich in ihr Schicksal, legte ein schlichtes Kleid an und verabschiedete sich unter Tränen von ihrem Vater und begab sich zu der Zauberin, um ihr zu Diensten zu sein. Ein ganzes Jahr trauerte das Volk und der König um die Prinzessin und man wartete sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Königstochter für kurze Zeit zu ihrem Vater zurückkehren würde. Auch Rafal wartete auf diesen Tag. Er dachte bei sich: »Wenn die Prinzessin erst zurückgekehrt ist, dann ist meine Stunde gekommen. Ich werde die Prinzessin befreien und damit das Unglück des ganzen Landes beenden. Wozu habe ich meine Tarnkappe? Mit ihrer Hilfe werde ich es schon schaffen, der bösen Hexe das Handwerk zu legen.« Eines Tages war es dann soweit. Der Tag der Rückkehr der Prinzessin war gekommen.
Das ganze Volk, an der Spitze der König, versammelte sich schon in aller Frühe vor dem Turm der Zauberin, um die Prinzessin zu erwarten. Alle waren sehr gespannt, was die Prinzessin wohl erlebt haben würde. Als bei Sonnenaufgang die ersten Gebetsrufe der Mönche von den Felspagoden erklangen, öffnete sich die kleine Tür, die in der dicken Felsmauer des Turmes eingelassen war, und dem König bot sich ein trauriges Bild. »Mein armes Kind, mein geliebtes Kind, wie verhärmt und abgemagert siehst du aus. Dein einst glänzendes Haar ist fahl und stumpf, deine Hände sind rissig, dein Kleid zerlumpt und grau. Was musst du Schreckliches erlebt haben?« »Oh, mein Vater, es war ein furchtbares Jahr. Jeden Morgen musste ich vor Sonnenaufgang aufstehen und die schmutzigsten Arbeiten verrichten. Bis in die späte Nacht ließ mir die böse Frau keine Ruhe. Als Nahrung bekam ich täglich nur eine Schale Reis und der nackte Fußboden diente mir als Bett. Wenn ich nur nie wieder in diesen Turm zurückkehren müsste.« Und weinend warf sie sich dem Vater in die Arme. Rafal hatte diese Worte mit angehört und sie zerschnitten ihm förmlich das Herz. Er fasste einen Entschluss und trat vor den König hin. »Das schmerzliche Schicksal deiner Tochter rührt mich sehr, mein König. Ich kann diesem Leid nicht länger zusehen. Drum höre, was ich beschlossen habe. Heute Abend, wenn die Prinzessin wieder in den Turm zurückkehren muss, will ich an ihre Stelle treten, eingehüllt in Kleider, die denen der Prinzessin gleichen.« »Du bist sehr mutig, mein Sohn. Und dein Mitleid für mein Kind ehrt dich sehr. Aber die Zauberin würde den Betrug bald bemerken und würde dich und uns alle noch härter strafen als bisher.« »Seid unbesorgt. Ich bin schon weit in der Welt herumgekommen und bin schon mit weitaus schwierigeren Dingen fertig geworden. Ich bitte euch, nehmt meinen Vorschlag an. Es wird alles schon gut ausgehen.« »Nun gut. Wenn du es unbedingt willst, so will ich mich gern fügen.« Die Prinzessin sank in die Knie und flüsterte mit tränenerstickter Stimme: »Ich danke dir, dass du dich für mich opfern willst und bereit bist, ein so schweres Los auf dich zu nehmen. Jeden Tag will ich für dich zu Buddha beten und im Tempel eine Kerze für dich entzünden.« So kleidete man Rafal in ein Gewand, das bis aufs Haar genau aussah wie das der Prinzessin. Und als die Sonne untergegangen war, machte sich Rafal auf den Weg zum Turm. In seinen Kleidern versteckt hielt er das Kästchen mit seiner Tarnkappe, mit deren Hilfe er die Zauberin überlisten wollte. Er klopfte an die Tür des Turmes, knarrend tat sie sich auf, und die böse Frau schrie ihm entgegen: »Es wird Zeit, dass du kommst. Es wartet schon genug Arbeit auf dich. Mach dich sofort ans Werk. Das Feuer muss geschürt, das Kupfer muss poliert und der Fußboden muss gescheuert werden.« Rafal gehorchte. Nachdem er das Feuer geschürt hatte, nahm er eine Kupferkanne zur Hand, um sie blank zu reiben. Da er aber noch nie eine derartige Arbeit verrichtet hatte, stellte er sich sehr ungeschickt dabei an. Plötzlich glitt ihm die Kanne aus der Hand und fiel scheppernd auf den Fußboden. Er bückte sich, um sie wieder aufzuheben. Dabei rutschte ihm jedoch das Gewand vom Kopf, so dass sein Gesicht zu erkennen war. »Oh, du Storch, du Taugenichts! Du wolltest mich also betrügen. Du wolltest mich hinters Licht führen und hast dich anstelle der Prinzessin hier eingeschlichen. Das werde ich dir heimzahlen.« Sie griff nach einer Wurzel, die sie aus einem kleinen Beutel herauskramte und mit der sie Rafal in einen Esel verwandeln wollte. »So, mein kleines Wurzelchen, ich habe wieder Arbeit für dich. Wurzel aus der Mondnachterde, wisse dich in meinem Bann. Krümme dich, trag Sorge dann, dass Rafal ein Esel werde.« Rafal jedoch war flinker. Geistesgegenwärtig hatte er seine Tarnkappe aus dem Kästchen genommen, sie flugs auf den Kopf gestülpt und schon war er unsichtbar. »Hey, was ist das? Wo bist du, du Taugenichts? Wo hast du dich versteckt? Komm heraus! Komm sofort heraus!« »Such mich doch, du böse Hexe! Du findest mich nie!« »Na, warte! Ich habe noch ein anderes Mittel, um mich zu rächen. Ich werde diesen Schal der Prinzessin nehmen, den ich mir vorsichtshalber aufgehoben habe, und werde die Prinzessin damit verzaubern.« Sie tauchte den Schal in ein großes Glas, das mit einer giftgrünen Flüssigkeit gefüllt war. Zischend löste er sich darin auf. Dann zog sie einen schweren Vorhang beiseite, hinter dem sich ein großer Spiegel befand. Rafal musste nun zu seinem Entsetzen sehen, dass man durch diesen Spiegel in das Zimmer der Königstochter sehen konnte. Da saß die Prinzessin auf ihrem Bett,
hatte zwei Ohren größer als die eines Maultieres und eine Nase länger als der Rüssel eines Elefanten. Das habe ich nicht gewollt. Was fange ich nun an? Ich hab's. Ich werde mit jener Wurzel, mit der die Alte mich in einen Esel verwandeln wollte, die Zauberin selbst in einen Esel verwandeln. Gut, dass ich mir den Zauberspruch gemerkt habe. Flink sprang er hinter die alte Frau, griff in das kleine Beutelchen, das die Frau an der Seite trug, und suchte die Wurzel heraus. Dann sagte er den Zauberspruch her, und im Handumdrehen stand ein grauer Esel im Zimmer. Ia, Ia, was hast du mit mir gemacht, du Strolch? Du tu nicht gut, gib sofort die Wurzel her. Ah, das würde dir so passen. Nein, die Wurzel bekommst du nicht zurück. Erst musst du die Prinzessin von ihren großen Ohren und ihrer langen Nase befreien. Nie und nimmer wird das geschehen. Sie hat mich arglistig betrogen und ist nicht in meine Dienste zurückgekehrt. Dafür muss sie bestraft werden. Wenn du es nicht anders haben willst, dann musst du eben ein Esel bleiben. Komm, mach dich auf die Beine und trage mich in den königlichen Palast. Da blieb der alten Frau, die in einen Esel verwandelt war, nichts anderes übrig, als den Anweisungen Raffals Folge zu leisten. Da nutzte kein Bocken und Zaudern, denn sie war Raffal wehrlos ausgeliefert und fürchtete seine Schläge. Raffal nahm seine Tarnkappe wieder ab, setzte sich auf den Rücken des Esels und ab ging's mitten ins Volksgewühl hinein. Seht, dort kommt Raffal auf einem Esel geritten. Wo mag er den bloß herhaben? Hey, Raffal, hast du die Zauberin übertölpelt? Und ob ich das habe? Seht her, ich sitze auf der Zauberin. Dieser störrische Esel hier ist niemand anderes als die böse Zauberin. Ich habe sie mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Macht Platz, Leute! Ich muss zum König! Der König und der ganze Hofstaat staunten nicht schlecht, als Raffal ihnen seine Geschichte erzählte. Der König ging auf Raffal zu und sagte: Wir danken dir von ganzem Herzen, dass es dir gelungen ist, die Macht der Zauberin zu brechen. Aber so recht freuen können wir uns dennoch nicht. Denn du musst wissen, dass ein großes Unheil über meine Tochter hereingebrochen ist. Über Nacht sind ihr zwei riesige Ohren und eine endlos lange Nase gewachsen. Sie ist untröstlich in ihrem Schmerz. Sie tut mir von Herzen leid. Aber sei unbesorgt, auch das werde ich wieder in Ordnung bringen. Hab nur ein wenig Geduld. Die Zauberin hier, oder besser gesagt, dieser Esel weigert sich zwar noch, der Prinzessin ihre frühere Gestalt zurückzugeben, aber wir werden sie so lange in einen Stall sperren und ihr nichts zu essen geben, bis sie uns ein Zaubermittel verrät. Ia, Ia, dann könnt ihr lange warten. Ich verrate nichts. Wir werden ja sehen, wer der Stärkere ist. Und so wurde der graue Esel in einen Stall gesperrt und man überließ ihn seinem Schicksal. Jeden Tag besuchte ihn Raffal. Na, hast du keinen Hunger? Möchtest du nicht ein schönes Stück Brot essen oder etwas Hafer oder eine frische Möhre? Ia, Ia, ich habe keinen Hunger. Eine ganze Woche ging das so. Jeden Tag dasselbe Gespräch, dieselben Fragen, dieselben Antworten. Als Raffal am 8. Tag wieder zu dem Esel kam und fragte: Hast du keinen Hunger, Eselchen? Wirklich nicht? Du hast schon eine ganze Woche nichts gegessen. Du siehst schon ganz mager aus. Ich an deine Stelle würde verraten, wie man die Prinzessin wieder zu einem normalen Menschen macht. Eines Tages wirst du vor Hunger tot umfallen. Da sah die alte Zauberin ein, dass es keinen Zweck hatte, noch länger zu schweigen. Also gut, ich gebe nach. Ich kann vor Hunger kaum noch auf den Beinen stehen. Hör also zu. Du musst der Prinzessin von der grünen Flüssigkeit zu trinken geben, in der ich ihren Schal aufgelöst habe, und die Ohren und die Nase werden wieder ihre normale Gestalt annehmen. Na also, warum nicht gleich so? Jetzt will ich aber sofort etwas zu essen haben, hörst du? Du hast es mir versprochen. Natürlich bekommst du etwas zu essen. Hier ist ein ganzer Sack voller Hafer und hier ein ganzes Bündel frische Möhren. Guten Appetit, Graufell! Raffal rannte sofort zum Turm und holte das Glas mit der grünen Flüssigkeit. Er brachte es der Prinzessin, die weinend in ihrem Zimmer saß und sich nicht mehr auf die Straße getraute. Hier, schöne Prinzessin, trink von diesem Wasser. Es wird dir deine wahre Gestalt wiedergeben. Die Prinzessin trank, obwohl sie nicht so recht glaubte, was Raffal gesagt hatte. Aber wenn es darum ging, diese schreckliche Nase und diese fürchterlichen Ohren loszuwerden, so tat sie alles, was man von ihr verlangte. Kaum hatte sie einen großen Schluck aus dem Glas getrunken, da spürte sie, wie ihre Nase immer kleiner wurde. Sie konnte es förmlich sehen.
Vor Freude blieb ihr der Atem stehen. Sieh doch, Raphael, meine Nase. Sie wird immer kleiner. Auch meine Ohren, ich fühle es. Sie werden wieder ganz normal. Raphael, es hat gewirkt. Oh, ich danke dir. Sie lief vor den Spiegel und machte einen Freudensprung, als sie sah, dass ihre Nase wieder zierlich und keck in die Luft zeigte und die kleinen Ohren sich in den schwarzen Locken versteckten. Ich brauche euch wohl nicht zu erzählen, dass der König Raphael für seine Verdienste zum Oberhofmeister ernannte, und es dauerte gar nicht lange, da wurde er sogar zum Erben ausgerufen, denn die Prinzessin hatte sich in Raphael verliebt und er natürlich auch in sie, und so kam der Tag, an dem auf dem Schloss eine prächtige Hochzeit gefeiert wurde. Was aus der Zauberin geworden ist? Nun ja, sie ist ein Esel geblieben, denn man hatte den ganzen Turm mit all seinem Zaubergerät verbrannt, selbst die Wurzel hatte Raphael noch mit ins Feuer geworfen, und nun gab es kein Mittel mehr, mit dem man die Hexe von ihrer Eselsgestalt hätte befreien können. Aber da der Esel nun keinen Schaden mehr anrichten konnte, so ließ man ihn auf einer Wiese frei herumlaufen, und er bekam auch täglich sein Fressen. Störrisch und bockig ist er aber immer geblieben, so wie halt alle Esel sind.